Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland bei Ardlia. Also ich bin gar nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Road Sign Edition 6 von Flickenschild. Insgesamt gab es 337 Flaschen davon. 39,90 € arg billig, muss ich sagen. 62,1%. Also relativ starkes Zeug hier. Am 4. September 2009 abgefüllt, am 30. April 2018 denn dort, denn, Entschuldigung, 4. September 2009 destilliert, am 30. April 2018 abgefüllt. Whisky Base Nummer 114561 und das ist im Grunde eine ungetorfte Ardmore. Ein ungetorfte Ardmore, praktisch 12, mehr oder weniger. Ardmore produziert 5,2 Millionen Liter im Jahr. 1890 hat dann damals den Adam Williams Teachers and Son damals gegründet. Und dann seit 1978 haben sie 8 statt 4 Stills denn dort. Und seit 2005 ging es erstmal zu Jim Beam und Jim Beam wurde geschluckt dann von Beam Suntory. Also von daher ist das eine japanische Firma jetzt mittlerweile, Ardmore. Und das ist hier Fassnummer 900238. Also Flickenschild ist dann dort Yannick, der Sohn, und Manfred Krüger, der Papa. Und die machen in Itzehoe, haben ein ganz neues Laden dann aufgemacht, Oktober 2018. Genial, genial. Und die haben gesagt, wir wollen unser eigener unabhängiger Abfüller werden. Deshalb haben sie diese Road Sign hier entwickelt. 40 Euro für ein unabhängiger Whisky, der beinahe 9 Jahre alt ist. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich und Ardmore sowieso. Und ein ungetorfter Atmor, weiß ich nicht, hab's noch nie gehabt. Wenn man Ardlair dort in Whiskey Base reintippt, sind das 3 oder 4 Stück nur. Denn das ist ein Fantasiename, den sie entworfen haben. Diese ungetorfte Art, Atmor haben sie Ardlair. Ich kriege ein kleines bisschen, und das ist hier vanilliges Lakritz. Ich krieg ein kleines bisschen, schon wie bei jedes Mal bei Fassstärke, ein Hauch von den Barrel Char. Und ich habe dort ein ganz kleines bisschen, das erste Wort, was in meinen Mund rein, in meine Nase und Gehirn reinkam, war Modrigkeit. Ein bisschen nicht ganz so toll. Also, ich bin ziemlich sicher, dass dieses Fass 900238 nicht ein First Fill, wahrscheinlich kein Second Fill, sondern wahrscheinlich ein Third Fill Bourbon Fass war. Ich nippe einmal und dann kommt ein bisschen Wasser rein. Wow. Oh, wow, ist das nicht meins. Bitterkeit, herb. Also es fühlt sich für mich so an, wenn es dieses Herzstück gibt beim Destillateur. Am Anfang gibt es dann the Heads and the Tails, also Fains und jetzt hier am Ende. Und da ist irgendwie ganz schön viel davon am Ende oder vielleicht ein bisschen viel vom Anfang auch dabei. Es schmeckt für mich jetzt hier für Whiskey Jason nicht ganz so super rein, ganz schön geschnitten mit der Destillation. Meine unabhängige Erfahrung jetzt hier. Auch in der Nase bleibe ich ein bisschen bei diesem Sumpfmoment. Der war eine West Cork, genau. Ich muss überlegen, welcher irische Whisky das war. Jameson war das nicht, es war West Cork, der irgendwie dieses Moorholz da hatte. Die haben extra ein Fass und irgendwas damit auch gemacht. Und da komme ich in diesem Moment ein bisschen rein. Da habe ich mit meine Freunde denn damals aus Dresden diese Livestreamer gemacht und wir haben es da probiert, dieses Moorholz am West Coast. Da ist eine leichte Fruchtigkeit, der versucht durchzukommen und immer wieder kommt ein kleines bisschen durch und dann kommt dieser Moor und da schlägt ihm runter und er gewinnt nie.
Wow, beginnt okay. Dann kommt der Alkohol und dann kommt diese Bitterkeit am Ende. Eine fauliges, holziges Bitterkeit, muss ich sagen. Also, tut mir leid, Janik, und tut mir leid, Manfred. Der Artlehrer kann ich persönlich für meine Geschmacksnerven nicht empfehlen. Ich habe gerne euer Linkwood gehabt. Das weiß ich. Das Zeug war himmlisch gut. Und auch der Craig Allachie war okay. Aber seitdem geht es für mich praktisch bergab von den verschiedenen Sachen, die ich da von euch mitgenommen habe. Ja, die haben mir auch einen Koeile, glaube ich, angeboten. Ich habe gesagt, nee, ich will keine schlechten Whiskys automatisch bieten und verkosten. Also, und das hier ist einfach nicht meins. Hat nichts mit Rauch zu tun, sondern hat einfach mit dieses Tails, es hat einfach mit diese Herb, es ist nicht eine Bitterkeit vom Tannin unbedingt. Es ist einfach von der Destillationsprozess, wo ich einfach sagen kann, das ist nicht rund, das ist nicht schön, das ist nicht fruchtig, das ist einfach mal, ich kriege fast ein bisschen Sodbrennen jetzt schon davon. Brennt, aber nicht ein Kentucky, nicht ein alkoholisches, sondern Säure, der da runter geht. Also meins ist es absolut nicht, sorry. Also vielleicht ist der Ardmore absolut genial mit Torf. Ich glaube, ich habe mit Tomek dabei eine Whisky-Verkostung, auch eine 22 Jahre alte Ardmore war auch nicht meins. Die anderen waren geteilte Meinung, manche fanden den genial, manche nicht. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie Ardmore schneidet oder scheidet die Geister da rein. Also da ich mir das nicht so gut gefallen, gibt es auch keine Vergleich dazu. Ach doch, ich mache einen Vergleich. Komm, ich habe diese Flasche schon bereitgestellt. Abwegs, weil ich lange nicht mehr den im Glas hatte und auch weil ich nicht unbedingt ein großer Fan davon bin bisher. Das ist der Aberfeldy. Da habe ich nur das 12-Jährige und es gibt auch noch eine 18- oder 21-Jährige. Auch ein Kumpel von mir in Itzehoe hat den. Und den habe ich auch probiert im Glas und dachte, ups, bisschen zu viel. Nee, für diesen Preis ist der absolut nicht sein Geld wert. Also wir sind jetzt hier bei 40%, hier sind wir bei 62%. Hier haben wir ein altes Angabe, das ist ein Highland Scotch Single Malt Whisky. Garantierte 12 Jahre in Oak. Und auch etabliert hier 1846, 1800 und jetzt hier, wenn ich mein Schiff lesen kann, 90. Hier habe ich wenigstens dieses Scotch-Moment. Der ist cremiger, der ist vanilliger, da ist ein bisschen Malz dabei. Da habe ich ein bisschen auch Zitronen. Entschuldigung, meine Dose hat gerade sich der expandiert. Da habe ich ein bisschen hier ein vom Dunkin' Donuts eine Lemon Custard. Einfach ein bisschen wie aufgeschlagene Sahne mit Zitronenschale da drin. Ja, probieren wir mal. Auch am Ende. Oh ja. Also nicht ganz so furchtbar wie hier der Artlayer, aber der Aberfeldy hat mir vom Anfang an nicht so gut geschmeckt. Ich bleibe bei meiner Meinung, schade. Also da sage ich mal, man kann was Besseres dafür das Geld kaufen. Also Abeloa zum Beispiel ist absolut mein Ding, dadurch diese Sherry-Fassreifung. Auch einfach ein Glenfiddich ist da man irgendwie nicht damit jemals schlecht gefahren. Also Glenfiddich ist meiner Meinung nach eine Preis-Leistung-Garant, kann man auch fast sagen. Ja, also was auch immer man da von Glenfiddich nimmt, ist das okay für den Preis. Nicht wow, aber okay. Aberfeldy, irgendwie nicht meins. Adler, Leier, auch nicht meins. Deshalb kriegt das hier eine, sorry, 4 plus, muss man nicht haben. Also, und auch Preis-Leistung kriegt es einfach eine 4. Ich muss schon sagen, 39,90 € ist eine Preisansage für Single Cask, Non-Chilled Filter, Fassstärke. Also, und vielleicht gibt es einen guten Grund dafür, warum das denn so billig war. Keine Ahnung, es gab 337 Flaschen davon. Meine Frage des Tages geht genau in diese Richtung. Welche Marke Whisky, also welche Distille dort in Schottland gefällt euch grundsätzlich nicht? Also ich habe bisher nur zwei verschiedene Aberfeldy gehabt, aber beide haben mir nicht geschmeckt.
Welche, oder ich habe mich nicht umgehauen, hast du gesagt. Welche Distillerie dort aus Schottland haut euch nicht um? Es kann natürlich ein Grain Distillery sein, da muss ich sagen, schade, denn ich glaube, jede Grain Distillery bisher, was ich hatte, hat immer, wenn es lang genug im Fass war, mir gut geschmeckt. Aber welche gefällt euch nicht? Ich nenne einfach Aberfeldy. Natürlich, das ist ja eher eine Teaspoon Whisky oder eine Fantasiename, ganz was anderes. So, welche Distillerie gefällt euch nicht? Schreibt es unten hin, das gefällt mir ganz gut, wenn wir in diesem Gespräch so bleiben. Also bitte liken, bitte abonnieren, bitte immer wieder auf meine Sample-Liste schauen. Ihr könnt auch an whiskeyjason@gmail.com. Es gibt immer wieder Wochen, wo ich einfach nicht rausschicken kann. Nächste Woche bin ich sofort schnell dabei. Ich hole immer auf, aber ab und zu mal gibt es eine Woche, wo ich einfach meine Samples nicht so schnell raushaue, wie ich es gerne hätte. Das Leben kommt dazwischen. Jeden Tag ein Video rausholen. Familie, Beruf und. Also, so ist das. Dankeschön für euer Likes. Dankeschön, dass ihr auf Amazon manchmal klickt und was anderes da für mich auch dann mit bestellt. Also für euch bestellt. Aber ich kriege ein kleines bisschen von der Provision dafür. Und jeden Tag Videos wie auch Livestreams. Sonntagabend, 21 Uhr. Bye bye. Bis morgen.